Welcome back to Roma Italia. Tipo Gloni mit FIFA Street. Für die PS2, wir sind wieder am Stissel, wie man in 2006 für das Wort Start wohl gesagt hätte. Gut, dass diese Zeiten vorbei sind. Übrigens, Fun Fact, wir sind näher am Jahr 2030. 2030 dran als im Jahr 2000. Das macht mich kaputt. Nee, also, ja. Lustige Geschichte. Erstmal nicht 1-0. Aber tatsächlich lustige Geschichte. Denn wer mir auf Twitter folgt, hat mitbekommen, dass mein PC leider repariert werden musste. Zumindest dachte ich das, bis ich rausfand, dass es wirklich kaputt war. Aber das sage ich. Also, pass auf. Das war am... Ich glaube, es ist vor 3-4 Tagen oder so. Und da will ich meinen PC starten, habe ihn gerade neu gestartet, Windows Update und so, start neu und auf einmal, geht nicht. Bootet nicht und kommt so eine Nachricht, ich weiß gar nicht mehr, wie sie genau ist. Selected wrong booting device oder can't boot oder keine Ahnung, irgendwas in der Richtung. Auf jeden Fall hat es nicht funktioniert. Natürlich erstmal, ne, man ist ja nicht blöd, Google, vielleicht kann man selber richten. Hat alles irgendwie nicht funktioniert. Stand schon sowas, da könnte die Festplatte kaputt sein, irgendwas. Und ich bin ja kein Hardcore-PC-Mensch. Ja, viele machen das ja selber und das respektiere ich auch. Aber ich habe davon keine Ahnung. Und auch wenn es nicht schwer wäre, mich reinzufinden, Nee, bevor ich da irgendwas groß kaputt mache, vertraue ich lieber jemandem, der es kann. Also ab in die PC-Reparatur. Oh, diese Tore, ne? Da geht mir einer ab. PC-Reparatur. Und es hat einen Tag gedauert, dann kam schon der Anruf. Ja, hier, ihr PC funktioniert wieder. Festplatte war doch nicht kaputt. Ich musste nur Windows neu installieren. Und die Story warum, das ist mir dann klar geworden, als er mir gesagt hat, die Festplatte ist gar nicht kaputt. Die Story warum ist eigentlich noch viel lustiger. Denn ich habe genau an diesem Tag... Oh, jetzt läuft's aber auch. Ich habe genau an diesem Tag wieder auf Twitter, ne, wer es mitbekommen hat, so eine alte, wirklich alte CD ausgegraben von 2003 mit 100 Spielen. Man kann sich schon denken, 100 Spiele auf einer CD, das kann nur scheiße sein. War es auch. Und das war bei, ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Spiel. Das musste man installieren, das war eins der wenigen. Die meisten waren einfach .exe und dann läuft. Übrigens 5-0. Ja, doch, ja. Da war es nicht drin. Wer zum Fick klingelt hier? Welche fuck, Fotz? Ja, ich bin wieder da. Ich möchte mich für diese rüde Sprache entschuldigen. War eine sehr nette Geste vom Postboten, die mir was sehr Nettes gebracht hat. Das kann ich erzählen, nachdem die Geschichte vorbei ist. Also, heute läuft es einfach. Also, Gamebreaker versaut. Frage ich mich, wieso? Keine Ahnung, ist ja auch egal. Auf jeden Fall so eine CD mit alten Spielen. Ich hoffe, ich knüpfe richtig an. Danke dieser Unterbrechung. Ich muss gerade ein bisschen grinsen. Aber wir gehen gleich näher. So. Von 2300 Spiele alle beschissen. Eins musste man installieren. Und es hat nicht richtig funktioniert. Und als ich deinstallieren wollte, kam irgendeine Nachricht, wollen Sie diese Dateien aus dem Ort der System 32 wirklich verändern oder so? Und ich hab mir gedacht, Moment mal. Hab ich auf Nein geklickt. Und scheinbar ist es da passiert. Ich bin mir 99% sicher. Scheinbar hat dieses Spiel von dieser Müll-CD in meinem System 32 Ordner rumgefuscht und mein Windows zerschossen. Wenn ich das gewusst hätte, ne, hätte ich mir 50 Euro sparen können an der PC-Reparatur. Weil ich ja dachte, ne, wie gesagt, Festplatte kaputt, da fasse ich nichts an. Bevor das ganze Ding in Flammen aufgeht. Und dann war es nur das, ja. Es ist im Nachhinein relativ witzig, den PC zur Bushaltestelle zu schleppen, hinzufahren und damit dann auch zurückzufahren. Für 30 Minuten war gar nicht so lustig. Aber im Nachhinein kann ich mit einem Grinsen. War, naja. Wieder was gelernt. Ich werde diese CD... Ich habe überlegt, soll ich davon... Also ein paar Spiele sind wirklich so schlecht, dass sie schon wieder lustig sind.
Hab ich schon überlegt, soll ich von Pase vielleicht so ein Trash-Let's Play machen, aber ja, die CD fasse ich nicht mehr an. Auch wenn es nur eins von diesen 100 Spielen sind, aber... Na, gar nicht, kein Risiko eingehen. Oh, so easy, Alter. Ey, mit so einer Scheiße könnte Loni doch nicht ficken. Ey, die Hände in der Crowd gehen in die Taschen, um zu wichsen, oder was? Oh, diese Line war so gut. Okay. Whatever. Scheiß drauf. So, zweite Story. Das, vielleicht habt ihr ein oder andere mitbekommen, es gab ein Voting. Egal. Voting, egal. Den Voting, um mein neues Hauptprojekt zu bestimmen. Und das geht der 5 gerade sehr, sehr weit in Führung. Was nicht unerwartet kommt. Deswegen habe ich das Spiel auch schon bestellt, denn selbst wenn nicht, dann wäre es mindestens Platz 2 geworden. Damit habe ich auf jeden Fall gerechnet. Und als Hauptprojekt, nach dem Hauptprojekt jetzt schon mal bestellt für die PS4. Einfach weil ich es kann. Und, ach, verarsch mich nicht. Weil es lief so gut, es hätte so eine tolle Zeit werden können jetzt. Egal. Ja, auf jeden Fall geht der 5 für die PS4, habe ich bestellt. Und in der Mail stand, es sollte voraussichtlicher Termin Donnerstag. Also gar nicht Zeitraum so, sondern einfach Donnerstag. So, habe ich gedacht, okay, Donnerstag merke ich mir, bin ich halt da. Tatsächlich kam das Paket scheinbar schon heute an, aus welchem Grund das auch immer. Und heute Morgen wäre ich sogar wach gewesen, ich war nur einfach nicht da, weil ich in die Cafeteria, in die Uni-Café gegangen bin, um zu frühstücken. Einfach weil ich Bock drauf hatte, es hat geregnet, war geil. Ich habe mich irgendwie danach gefühlt, als könnte ich jetzt frühstücken gehen. Und genau in dem Zeitraum, in diesen 30 Minuten, wo ich nicht da bin, kommt scheinbar dieses Paket, mit dem ich nicht rechne. Was heißt Paket? Päckchen mit GTA 5 drin. Und bei mir ist das Problem, bei mir ist keine Postfiliale in der Nähe. Also wenn ich wenn mir ein Paket nicht zugestellt werden kann und GTA 5 ist ab 18, das muss persönlich zugestellt werden, wegen Ausweis und so ein Spaß. Das kann man nicht beim Nachbar abgeben, was ich auch verstehe, ist auch okay. Nur die nächste Postfiliale ist halt, muss ich halt 20 Minuten mit dem Bus fahren, um da hinzukommen. Dann nochmal 5 Minuten Fußweg. Also das ist absolut dämlich. Deswegen ist es immer unschön, wenn ich irgendein Paket nicht selbst annehmen kann. Ja, kann ich aber heute an. Und jetzt, und das ist das Schöne. Und da muss ich mal Shoutouts an den DHL-Typ geben. Der ist, ich weiß gar nicht, warum er nochmal wiedergekommen ist. Vielleicht macht er es immer so bei... Vielleicht macht er es immer so bei Paketen, die er nicht zustellen kann. Auf jeden Fall, was er eben, der gerade geklingelt hat, hat mir das Paket noch gegeben, dass ich es nicht abholen muss von der Postfiliale. Sehr nett von ihm. Sage ich vielen Dank. Und den ersten Part von GTA 5, der, ganz ehrlich, ich nehme heute auf und hau das, ich weiß nicht, heute oder morgen raus. Nee, morgen. Ich meine, die Abstimmung geht ja formal noch bis morgen. Auch wenn wir schon alle wissen, wer gewinnen wird, aber morgen dann. So habe ich auch ein bisschen mehr Zeit. Also den ersten Part widme ich auf jeden Fall dem DHL-Typen. Vielleicht erzähle ich die Story dann nochmal. Einfach weil ich es kann. Und die Chance, dass Leute es hier hören, im Vergleich zu dem, dass es bei GTA 5 hören ist, ist halt da ein bisschen größer. Ist aber egal. So kann man auch 10 Minuten füllen. Mit zwei lustigen Storys. Ich verstehe nicht ganz, warum die Pisser alle keinen Bock haben. Sind die alle... ich meine, ich muss es fragen, sind die behindert? Sind die ein bisschen bescheuert oder so? Wer hat hier noch gefehlt? Ballack, ne? Oh, Michael. Michael Ballack. Ja. Das war nix. Naja, genau. Michi, wir verstehen uns. Blanco, aber Ballack, ne? Oh, das wird heiß. Das wird eine heiße, heiße, heiße Party. Ich will mich hier ballern. Was mir auch... ich weiß gar nicht, wann ich mal das alte Let's Play geschaut habe. Ich glaube, wegen den Rekorden mal irgendwann. Auf jeden Fall ist mir da aufgefallen. Ich war geldmäßig ziemlich im Arsch.
musste teilweise ziemlich viele Spiele spielen, um mir die späteren Turniere leisten zu können. Und ich weiß auch warum. Und ich meine zu wissen warum, weil ich gegen die ganzen, weil ich mir einige Spieler halt holen wollte, wo die noch was gekostet haben. Was man ja auch machen kann, nur geht dann aufs Geld. Und deswegen hole ich mir jetzt, habe ich vorgenommen, hier nur noch freie Spieler zu holen. Es sei denn, ich habe wirklich zu viel Geld übrig und kann es mir wirklich leisten. Dann ist das was anderes. Oh, bitte. Ja, so nicht, aber geht schon. Ne. Ich meine, bei so Upgrade-Dingern, wo es gegen Leute mit 70 geht, da müssen wir nicht auf Zeit gehen. Da können wir Timo Hildebrand so einen einschenken. Verarsch mich nicht. Ja, wie gesagt, können wir uns Zeit lassen. Interessanterweise, ich glaube, ich schiebe es mal auf meine Routine in diesem Spiel. Ah, yes. Routine in diesem Spiel. Diese ersten zwei Spiele gingen so locker von der Hand und ich habe nebenbei, noch was erzählt, mich eher darauf konzentriert. Also, das muss man auch erstmal können, ne? Zack. Michael Ballack bisher enttäuschend. Ich weiß nicht mehr, welcher das ist. Ich glaube, es war der als erstes den Ball hat, der rechts. Also, das nicht, sondern der unten, das ist Ballack. Okay. Ich habe meinen Ball abgefangen. Oh, gefickt. Geil. Noch ein Tor und ich habe Game Record und das Ding ist durch. Geht auch ganz schnell. Ich verstehe nicht, wie mein 15-0-Rekord noch so schlecht ist. Wie 1-42 oder so. Das ist ja erbärmlich. Also, eigentlich müsste es schon so viel besser sein, aber ich verstehe nicht, warum es halt nicht so ist. Ja, locker. Locker, Freunde, das ist es. Hello, Michael Ballack, oh yeah. Ich hätte auch mal irgendwann angesprochen, eventuell, okay, kein Grätsche, ich hab diesmal aufgepasst. Ich habe auch irgendwann mal überlegt, alle freien Spieler zu holen. Das könnt ihr vergessen. Nee, mache ich nicht. Das ist mir, den Aufwand, das ist mir echt nicht mehr. Also diese ganzen Luschen geschenkt. Michael Ballack, oh yeah. Oh shit, jetzt geht schon Rivaldo. Damn. Rivaldo damals bester Mann und heute fliegt aus dem Team. Sorry, Bro. Sorry, Freistoß, König. Ich muss leider gehen. Ich weiß nicht, warum man Rivaldo 35 Bewertungen gibt in diesem Spiel. Meine, Rivaldo war Weltmeister 2002, was wollt ihr eigentlich? Was will ich mich beschweren? Will ich gar nicht, ich will einfach nur gewinnen. Oh, 72, oh ja. Mm, yes. Ich glaube, das nächste Upgrade müsste Iker Casillas sein. Ja, ich besiege euch die Wichser als Real Keeper wie Iker Casillas. Ist zwar ein bisschen outdated, weil seit einem dann nicht mehr bei Real Madrid ist, aber trotzdem noch lustig. Oh, die Bungloni! Hat er meine Tech-Links, ne? Ich schwöre, ich bin so heftig. Ich weiß nicht, ob meine Leute einfach besser werden im Tackeln. Oder ob ich es einfach nur öfter mache und die Grätsche langsam rausschmeiße. Oder ein bisschen zurückfahre. Wer weiß. Naja, war zu früh, aber. Nicht zu früh, zu spät, aber ne. Oh yes. T. Loni 99 und das merkt man auch. Oh, ne, so mies mit der Wande. Geil. Ich glaube, ich werde es jetzt jede Folge sagen. Einfach um mich selbst zu nerven. Wenn ich danach durchskippe, um Folgennamen zu finden, dann bin ich da. Oh ja. Mm. Der hat so gesessen. Dieses Tor war geil. Geil. Oh, ich krieg selbst nicht ganz. Ich weiß auch nicht. Ja, das war eng. War eng. Aber ja, die Tackling ist viel besser. Vor allem direkt nach dem. Nach dem. Ja? Nach dem. Anschluss von den Gegnern.
Übrigens Michael Ballack, erstes Tor. Ja, und Michael Ballack. Zack, schade. Hätte ich vielleicht flanken sollen, nicht so wichtig. Tepunkloni, immer noch der. Nein. Man darf es ja versuchen. Tatsächlich, wenn ich jetzt einen Trick mache und dann zweimal flanke oder so, was auch immer. Zweimal flanke, da könnte ich gerade auf den Gamebreaker kommen. Also, zack. Och, verarsch mich nicht. Oh, Tepunkloni. Ach. Wenn wir es einem stylisch mit dem Gamebreaker beenden und dann funktioniert es nicht, ne? Und dann ist Brad Friedel im Tor. Alles Desaster. Ach, blöde Doppelflanke. Leck nie am Sack, ey. Das ist unglaublich. Passt schon. Dun, 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 dun. Okay, komm hier aus. Nice. Ich hab schon überlegt, solche Gamebreakers. Aber. JJ Okocha, eine Bank bis zum Ende. Bis ich den nächsten Feldspieler bekomme. Oh, der geht schon wieder nicht rein. Aus der Position nach rechts geht nicht. Hat zumindest das letzte Mal nicht funktioniert. Man darf ja misstrauisch sein. Man geschossen hatte ich da sowieso schon. Dann war es eigentlich egal. Passt schon. Erstmal abgezogen in Rom. Radikal in Rom oder irgendwie. Was ist aber irgendein positives Adjektiv mit R? Rollig in Rom. Rasant, rasant in Rom. Das ist doch. Wenn ich hier den Zeitrekord hole, dann kann ich es rasant in Rom nennen. Wahnsinn. Hotshots 69. Zwinker. Mach's noch offensichtlich. Ganz ehrlich, ich weiß auch nicht. Irgendwie bin ich heute im Flow. Vielleicht, weil ich endlich wieder aufnehmen kann. Das ist ganz interessant, so wie. Auf den ersten zwei Aufnahmen war ich schon langsam wieder. Oh, schon wieder FIFA Street. Ja. Ich meine, es macht Spaß, aber muss das sein? Und aber als der PC auf einmal sich nicht mehr benutzen konnte, da war es auf einmal da. Diese Lust, oh, jetzt könnte ich doch eigentlich das und das spielen oder das und das aufnehmen. Ja, mit dem PC glaubst du selber nicht, dass ich irgendwas gemacht hätte. Das ist nicht gut. Also ich meine, es ist egal, es ist einfach nur nervig. Das war so doof. Diese blöden Doppelflanken. Ich weiß immer noch nicht, ob man Flanken steuern kann und steuern, zu welchem Mitspieler die gehen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht dran. Och, bitte. Verarschte mich. Sag geil. Yes, so geht. Ich mach's wieder mit dem Gamebreaker zu Ende. Wahrscheinlich. Ich brauche nur zwei Tore. Sogar zwei stinknormale reichen schon. Ja, ist ja gut. Spiel ich hier nicht so auf. Ach, ja. Sehr selten, dass die Gegenspieler mal blocken. Aber wenn, ne, dann nervt's. Dann geht man auch mal gerne eine Grätsche rein. Oh, Michael Ballack. Geil. 1,42 kannst du vergessen. Und ich habe mit Okocha nicht getackelt, das war meine eigene Schuld. Meine eigene Zeitverlustschuld. Alles gut, alles gut, alles gut. Bombe. Go. Das wäre es jetzt gewesen, ne? 1,40. Das wäre so ein Rekord gewesen, der sich nicht gelohnt hätte zu updaten. Ich meine, ich hätte es zwar gemacht, aber
Ja. Super. Alter, deine Tackling sind so gut. Ich hab den immer für so schlecht gehalten. Ich weiß gar nicht warum. Das stimmt einfach nicht. Ich meine, ich grätsche natürlich noch aus Reflex oft, aber so langsam bin ich auf den Dampfer gesprungen oder auf den Zug gekommen oder auf den Schlepper geschmuggelt, keine Ahnung. Irgendwas ist auf jeden Fall passiert. Irgendwas ist auf jeden Fall passiert. Auf jeden Fall passiert. Ich habe immer noch wieder die Musik im Menü wechseln kann, ohne in die Option zu gehen. Ich habe das Gefühl, es funktioniert nicht. Was schade ist. Liebe Lattenknalle, Leute. Absolut abartige Abreibung. Von T.Loni, legendärer Lattenknaller. Das. Nee. Mir ist nichts Besseres mit L eingefallen, sorry. Michael, das kann man schon mal einen drauflegen noch. Das war jetzt nicht so heftig. Ja, von mir aus, whatever, sag ich da nur. Whatever, sag ich da nur. Weißt du, wenn die ersten beiden Dinger reingehen, bin ich halt schon auf dem Kortkurs. Es ist nur eine Frage der Zeit. Ich bin auch gar nicht mad. Ich denke mir, okay, whatever. Keeper hat versagt. Es ist. Ist es? Cool ist es hart, ja. Hab ich zwar nicht gedacht, aber ist cool ist es hart. Ist schön zu wissen. Oh. Das hast du nicht gerade gemacht mit Michael Ballack, oder? Das ist ja. Ich bin schockiert. Und auch etwas ange. Oh. Panana. Etwas angewidert auch. Oh ja. Technik und diesen T.Loni kannst du halt auch nichts sagen, einfach gegen überheftiger Killer. Na komm, falte mal den Fuß rein, Junge. Mach's so, scheißegal. Ah, egal. Nachschuss? Ne. Der Cesar will sich heute auch nicht. Wird uns heute auch nicht leicht machen. Okay. Was auch immer. Passt schon. Michi, ich mache dir keinen Vorwurf, aber so langsam sollte man mal anziehen, was das Niveau angeht, ne? Meine Coach hat aber alle zu rasieren und Ballack ist halt irgendwie auch da. Das ist nicht das, was man von einem ja, Weltklasse-Spieler wie Michael Ballack erwartet. Das ist ja ganz klar. Der Maßstab der Erwartung ziemlich hoch. Und da muss man erstmal rankommen. Da muss man erstmal ranreichen. Aber ich, ja, ich glaube, der Michael, der wird das regeln. Hab ich Vertrauen in ihn. Welchen Fußballer sollte das imitieren? Das ist A, Lothar Matthäus. B, Lothar Matthäus. Oder C, Oliver Kahn. Schreib die Antwort jetzt in die Kommentare und gewinn dein iPhone 7. Oder sogar 8, wenn das gibt. Könnt ihr durch die Beantwortung dieser Frage gewinnen. Oder folgende Frage, könnt ihr sogar zwei iPad 7 gewinnen. Welche dieser Zahlen ist größer als 2? A, 1 oder B, 3? Schreibt jetzt in die Kommentare. Ich habe übrigens ganz lustig, ich habe inzwischen einen Job bei RTL als Writer von solchen Quizfragen. Macht einen ganz gut Kohle mit. Finanziert durch die Leute, die ja wirklich anrufen. Ich stelle mir vor, die meisten wissen sogar, dass es halt Schwachsinn ist. Aber machen es trotzdem, weil er zahlt 50 Cent und kann 2000 Cent gewinnen. Also. Und das ist ja erstmal ein gutes Geschäft. Wenn man nur einmal anruft und nicht 20 Mal. Ja, kann ich Gamebreaker oder habt ihr Bock oder? Keiner greift mich an.
Und wenn der nicht drin ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Das ist easy. Leute, wir schiffen jetzt Alkohol auf die Insel. Wir machen die Schotten dicht. Weil ich gleich das 5-0 schieße. Ja. Wollen wir euch den Witz erklären, so schreibt es in die Kommentare. Und gegen ein iPad 8 erkläre ich diesen Witz für euch. Ich helfe gern weiter.